girls with their nails done now. Hello, meine Mutter. Hello, 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 bitch. Bevor dass ich dieses Video anfange, ich möchte euch sagen, dass ich immer noch die Bodenständige bin und ich möchte nicht, dass ihr denkt, dass ich mir halt solche Sachen gönne, um zu protzen und um zu zeigen, dass ich besser bin. Bitch! Ich habe mich materielle Sachen gekauft, um meine innere Traurigkeit zu bekämpfen. Wird es funktionieren? Ich denke nicht, aber who gives a fuck? Gönn mir das, Bitch! Ich habe viele Probleme, okay? Guten fucking Morgen, meine Kinder. Euren Geburtstagskind ist wieder hier, depressiver denn je. Wie war mein Geburtstag, du fragst? Richtig, richtig, richtig kacke, okay? Ich weiß nicht wieso, ich war deprimiert und ich wollte eigentlich nur sterben. Bedürfnis, das ich eigentlich jeden Tag habe, aber an meinem Geburtstag habe ich das sehr, sehr, sehr verstärkt gefühlt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Das Ganze hat am Nachmittag angefangen. Eine gute Freundin von mir, Agnes, hat mich geschminkt. Ich habe Bombe ausgeschaut. Ich gucke mich in den Spiegel. Ich habe mich so hässlich gefühlt. Nicht wegen das Make-up oder so, sondern meine innere Hässlichkeit ist rausgekommen und das hat mich mega traurig gemacht. Ich war einfach nur am Heulen in ihrem Badezimmer. Dann um 6:30 ich musste halt wieder wie eine Maske draufsetzen, weil ich in der Jury von einer Drag-Competition war. Und ich meine, ich hatte schon zugesagt, Absage macht man nicht. Eine halbe Stunde vor der Competition. Deswegen, ich musste dort gehen. Ich habe mich einigermaßen amüsiert. Es war cute. Aber sobald wir an Mitternacht, also an meinen genauen Geburtstag, in die Disco gekommen sind, Bitch, I've lost it. Ich war im Bad, ich habe alleine geheult. Wisst ihr den Moment, wenn man in der Disco ist? So viele Leute zeigen dir Liebe, so viele Leute sagen Happy Birthday, Bitch. Aber du dich mega alleine fühlst und du eigentlich nur alleine gehen möchtest und heulen möchtest. Weil, sorry, ich bin schon eine Diva. Ich möchte nicht in eine abgefuckte und grusige Toilette von einer Disco nicht pennen. Heulen, bürgerlich und disgusting. Ja, mega toll. Und dann? Und dann um 1 Uhr, ich habe mich verpisst. Alles so, Rafa, was ist los? Mir geht's so gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und da es mein Geburtstag ist, bitte feiert ganz, ganz schön. Ciao. Und dann am Sonntag, mein richtiger Geburtstag, hätte ich am Abend mit Freunden essen sollen, aber ich habe abgesagt, weil Depression ist meine beste Freundin und ich wollte einfach alleine heulen. Bitch, das war mein Geburtstag, schlimmster Tag des Jahres 2019. So, aber bleiben wir bitte auf eine positive Ebene, okay? Weil das Leben ist so toll. Toll! Was ich mir insgeheim versprochen habe, ist, dass ich niemals mehr in meinem Leben, wenn ich Geburtstag habe, werde ich in der Schweiz bleiben. Hat diesen Satz Sinn gemacht? Naja, kurz gesagt, ich habe mir versprochen, dass jedes Mal an meinem Geburtstag, ich will irgendwo anders sein wie hier in der Schweiz. Punkt. Es kann mit Freunden irgendwo sein, es kann auch alleine irgendwo sein, Hauptsache nicht da. Zum Beispiel, vor 3 Jahren war ich in Japan, vor 2 Jahren war ich in Japan, letztes Jahr war ich da und es war noch cute, aber es wird nicht mehr passieren, okay? Bitch, ich habe genug gelabert, okay? Jetzt zeigen wir die materiellen Sachen, die mir für 2 Tage lang happy machen würden und dann meine Traurigkeit wird trotzdem wiederkommen, okay? Ich habe hier 2 tolle Sachen. Fangen wir mit der kleineren Tasche. Was habe ich mir gekauft? Kannst du 3-mal raten. Was ist das für eine Schachtel? Boba. The fucking. Casadeidua. Wer liebt Unboxing? Ich liebe Unboxing. Diese Schuhe habe ich mir am Mittwoch gekauft. So, meine Kinder. Jetzt kommt der spannende Teil, in dem ihr absolut noch gar nichts seht. Wow. Ich hatte solche Farbe noch nie. Und auch Casadeidua-Marke habe ich noch nie gehabt. Bis jetzt. Bitch, I'm a cow. Ich mache Miau. Guck der Absatz. Hey Mama. Hey Mama. Looking gorgeous. Mama looking snatched. Looking caressy. Oder wie finden wir das? Ist Leder. Und dieser Absatz ist dünner oder besser gesagt länger wie meine Karriere auf jeden Fall. Für ein bisschen Positivität, ihr könnt euch auf meinen Arsch konzentrieren für ein paar Sekunden. Bitch, was denken wir? Ist mein Bein überhaupt rasiert? Ich habe das Gefühl, ja. Yay!
I think the girls with their nails done now. Das war Schüchen Nummer 1. Und anscheinend, ich frage so zu der Verkäuferin, ich so, Entschuldigung, Miss Verkäuferin 2019, wie kann dieser Absatz überhaupt halten? Ich meine, dieser Absatz ist gebogener wie meine Lebenslinie, okay? Und dann hat sie gesagt, bei Casadesi haben wir eine ganz spezielle und dann der Metall schlussendlich kommt bis da vorne. Also es ist ein ganzes Gerüst. Ich trage ein architektonisches Produkt. Bitch, I'm a cow. Ich mache Miau. Nummer 1. Jetzt kommt Nummer 2. Und ihr fragt euch bestimmt, was hast du gekauft? Diese Tasche ist größer wie mein Selbstbewusstsein. Ich kann mich da reinsetzen, ich schwöre auf Gott. Hat sie sich eine Tasche gegönnt? Nein, ich habe Schuhe gekauft. Und ich schwöre, diese Box ist so groß, Umweltverschmutzung ist f***ing. Ich bin nicht mal im Frame. Werden wieder High Heel sein oder werden Sneaker sein? Guck, ich schaffe das nicht mal aufzumachen. Entschuldigung? Nicht mal der Penis meines Ex-Mannes war so groß. Ich komme gerade nicht klar. Ich nehme einfach die Säckli raus. Ein Sack, zweiter Sack. Und da drin, es gibt noch die Quittung, Garantiesachen und ein sehr langer Faden. Für was das gut ist, will ich lieber nicht wissen. Jetzt ist die Frage, was hat sie sich die Alte gegönnt? Werdet ihr in einer Sekunde rausfinden, ne? So spannend ist das. Ich habe mich für mein erstes Mal in meinem fucking dummen Leben Sneakers gekauft, die teurer wie eigentlich meine Wohnung sind. Wow! Die Form ist karessi. Ich habe bis jetzt noch nie weiße Schuhe gehabt. Diese, erstens mache ich mich größer, weil ich meine, es ist wie, als würde ich einen Absatz von 5 cm tragen. Das ist schon mal sehr cute. Ich mag, dass man den Monogramm von Louis Vuitton sieht. Aber es ist trotzdem nicht, Bitch, da Louis Vuitton des Todes in dein Gesicht ist nicht alles. Es ist trotzdem bodenständig. Who gives a fuck? Ich meine, hätte ich das Geld, ich würde komplett in Gold angezogen rumlaufen, okay? Hätte ich das Geld, ich würde mich von 6 Männern rumtransportieren lassen, weil, Bitch, Laufen ist überbewertet. Auf jeden Fall, dieser Schuh ist ein Schuh. Und dieser Schuh hat Schnüren. Was soll ich dir dazu sagen? Es ist ein Schuh, oh mein fucking Gott. Miss Keisha, Miss Keisha. Oh my fucking God, she fucking did. Kennt ihr das? Das ist ein Wein, it's so funny. Okay, ich werde jetzt diese Schuhe anziehen und ich mache wieder Catwalk, weil ich bin dumm wie Brot. Girl, oh mein Gott, ist das nicht iconic? Ist das nicht gorgeous? Oh mein Gott, ich lieb's. Ich lieb's, oder? Es sieht so ein bisschen so architektonisch, es sieht so alienmäßig, so, ja, aus einem anderen Planet wie ich. Meine Laune heute Morgen oder vielleicht sogar am Anfang vom Video war nicht so gut, aber wenn ich vor einer Kamera bin und wenn ich mit euch reden kann, weißt du, ich stelle mich euch, ich schwöre auf Gott vor. Ich sehe Patricia, ich sehe Melinda, ich sehe Laura, ich sehe Paula, ich sehe Marco, ich sehe Luisa. Hey Luisa, hey Girl, wie geht's dir? Fuck, gut siehst du aus. Ich stelle mich euch vor und dann geht's mir besser. Und eigentlich, mein Leben ist nicht so scheiße, wie ich sie immer beschreibe, aber manchmal ist es schon ein bisschen kacke, okay? Aber nicht zu viel. Ich denke, es würde gar keine Rolle spielen, was für einen Beruf das ich mache, in welche Beziehungsstatus ich wäre. Ich würde immer motzen, weil, Girl, I'm a drama queen. I love the drama. Diese Schuhe sind enger wie meine Vagina. Guck, auch zu diesem Outfit. Oh mein Gott. Wie gut passen die zu diesem Outfit? Zu etwas Schwarzes passen die mega. Yes. Work. Slay. Yes, bitch. Work. Gönn dir, Kamm. Pum, 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 ich und meine Boote, ich und meine Boote. Pum, 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 ich und meine Boote, ich und meine Boote. Oder? Wieso zeige ich euch immer den Arsch? Das macht man nicht. Aber die sind cute. Ich schwöre auf Gott, oder? Schreib mir in die Kommentare, findest du sie cute? Ich lieb's. Meine Kinder, ich kann es nicht glauben, aber wir sind fertig. Wir sind fertig. I am deeply offended. Ich habe ja nur 2 Sachen gekauft. Klar, ich habe meinen ganzen Monatslohn ausgegeben für diese 2 Sachen. Aber Girl, man muss sich manchmal was gönnen. Jede 2. Monate? Okay, gut. Wow. Wenn dir das Video gefallen hat. Und ich meine, wie kann dir so ein depressives Video nicht gefallen? Ganz ehrlich. Iconic Bombe. Mwah. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht zu abonnieren. Und vor allem vergiss nicht, die Werbungen durchzugucken. Weil, schau, wenn die Alte schon eher depressiv ist, du weißt meine Psychologie,
Antiquariaten sind teuer und wenn ich manchmal mir was gönne, sind sehr, sehr teure Sachen, okay? Und du möchtest eine Verrückte doch unterstützen, nicht? Du möchtest eine eigentlich kranke Frau, die im Ehrenanstalt geschlossen werden müsste, willst du doch helfen. Danke, V-Mau! Wir sehen uns ganz, ganz bald mit wieder einem beschissenen Video, weil ich kann nur das und I love you und Boba, the motherfucking door. Bis bald!